Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Tutorial. Heute werde ich euch mal zeigen, wie ihr den Schreibtisch-Hintergrundbild, also das Schreibtisch-Hintergrundbild, oder der, keine Ahnung jetzt, wie ihr das halt ändert. Und ja, also es gibt zwei Sachen, die man tun kann. Entweder man nimmt mit Photobooth, hier dieses Programm, Photobooth, entweder man nimmt damit ein Bild auf und dann macht man das so. Dann geht man hier rein und in den Bilderordner, dann ist da noch ein Ordner drin, der ist Photobooth und da sind alles drin. Oder, aber man holt sich im Internet, ich suche jetzt mal, und ja, ich habe meinen anders gemacht, meinen Namen von YouTube, nämlich jetzt nicht mehr Windows End, also AMD, sondern Wigwam. Und warum ich das gemacht habe, ein Wigwam ist ein Indianerzelt, das kennen bestimmt die meisten. Und ich habe das genommen, weil das hat alles außer ein Fenster, außer Windows. Also alles außer Windows, also Mac sozusagen. Deswegen habe ich das genommen. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal weiter, ohne groß zu erzählen. Ich nehme jetzt aber mal... Nee, doch. Wenn man Wigwam auseinanderschreibt und dann, also man kann irgendwas machen, irgendwas schreiben, dann und dann wieder auf hier suchen. Das ist eine sehr komische, dumme Band. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Aber... dann tut man einfach, also wenn man es auf haben möchte, dann zieht man es einfach auf den Desktop. Aber wenn man hier draufklickt, dann muss man auf Bild in Vollgröße. Dann ist das nämlich besser, also eine bessere Qualität. Und dann kann man hier rechtsklick, dann als Bild als Schreibtischhintergrund verwenden. Aber das muss natürlich eine richtige, richtige Pixel sein, sonst sieht das halt wie hier aus. Und mein Lieblingshintergrundbild für Mac, das ist dieses hier von HimGames. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber das ist einfach nur geil. Jetzt sehen wir Apple, also das ist einfach nur das geilste Hintergrundbild, was ich finde für Mac. Das ist einfach nur episch. Und wenn man es halt anders machen möchte, weil man kein Foto hat, dann muss man hier auf Systemeinstellungen, auf Schreibtisch und Bildschirmschoner. Und dann kann man hier halt Hintergrundbilder, kann man hier sowas auswählen. Sowas. Und hier Natur, da gibt es halt alle Sachen, die in Natur. Das ist das Anfangshintergrundbild, das jeder am Anfang hat von einem Mac, also einem MacBook. Und das, hier ist so Nemo. Na okay, was heißt Nemo? Clownfisch. Das hier finde ich auch sehr cool. Man sieht die halbe Erde. Jetzt sieht man hier, naja okay, ist auch die halbe Erde, aber nur in voller Pracht sozusagen. Das wurde gemalt. Das wurde auch gemalt. Sieht also einfach alles total schön aus. Hier Marienkäfer, das ist eine andere Variante hiervon, sieht aber auch schön aus. Dann ist hier keine Ahnung, ja, hier geht's weiter. Steine und das hier ist das hier sind auch zwei sehr große Favoriten von meinen. Aber die mag ich natürlich nicht so sehr wie das von HimGames. Hier ist ein Zebra. Ja, es gibt halt verschiedene Sachen. Dann gibt es hier noch Pflanzen, aber ich zeige die jetzt nicht alle durch, weil das wird etwas lange dauern. Blätter, also alles sieht total schön aus. Das hier sieht auch sehr schön aus. Also ich glaube, mir gefällt nur eins nicht. Und das ist dieses hier und dieses hier und das hier natürlich, weil das gefällt mir auch nicht. Aber das war's auch natürlich schon.
Und ich hoffe, euch hat es weitergeholfen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Abonniert, kommentiert, deabonniert, deabonniert. Und schreibt Kommentare, was ihr wollt. Ich kann vielleicht alle beantworten, vielleicht auch nicht, weil, naja, das werden bestimmt ein paar sein. Und ihr wisst ja, was ich mit ein paar meine. Also, bis zum nächsten Mal und ciao.